auf dem Höhepunkt der Krise war klar, dass wir drei Vorhaben umsetzen müssen, um für künftige Krisen besser gerüstet zu sein. Neue Eigenkapitalregeln für den Bankensektor, eine europäische Bankenaufsicht und einen Krisenmanagementmechanismus. Die Umsetzung dieser Vorhaben dauert lang, viel zu lang. Der jetzt gefundene Kompromiss für die Eigenkapitalregelung ist ein großer Schritt nach vorne, keine Frage. Einheitliche Regeln für alle Banken, unabhängig von ihrer Rechtsform, prima. Mehr Transparenz und Erleichterung der Kreditgewährung an die KMUs. Es bleiben aber noch eine Reihe von Fragen. Erstens, Staatsanleihen, ist schon angesprochen worden. Hätte man nicht zumindest eine prinzipielle Entscheidung treffen müssen, wie mit den Staatsanleihen in Zukunft umzugehen ist? Zweitens, die getroffene Möglichkeit für Mitgliedstaaten, die Kapitalpufferregelung individuell zu gestalten, führt die nicht zu einer Wettbewerbsverzerrung im Binnenmarkt? Und drittens, gibt es nicht die Gefahr, dass die Vergütungsregelung, so sinnvoll sie auch sein mag, ausgehebelt wird? Und führt sie nicht zu einer Wettbewerbsverzerrung der europäischen Banken auf den internationalen Finanzplätzen? Und der letzte Punkt, ganz entscheidende, was können wir tun, um sicherzustellen, dass der dringend notwendige Kulturwandel in den Banken tatsächlich stattfindet?